Donnerstagnachmittag in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Barleben. Über 50 Rentner aus der Gemeinde sind der Einladung zum diesjährigen Weinfest gefolgt und freuen sich darauf, gemeinsam einen unterhaltsamen Nachmittag zu verbringen. Ganz im Eck hat die Musikunterhaltung Stellung bezogen und die Leiterin der Begegnungsstätte begrüßt die Gäste. Ja, möchte erstmal alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Weinfest. Bei uns Senioren machen wir etwas anders. Wir haben hier keinen Vertreter, der seinen Wein anbietet und verkaufen möchte. Aber ich denke, wir haben neue Weinsorten ausgesucht und die Preise sind ja bekannt. 80 Cent das Glas, ich denke, damit können wir gut klarkommen. Und wir haben auch natürlich zu unserem Weinfest, hat Janine natürlich auch eine Weintorte gebacken, wie sich das gehört. Aber heute Abend zum Abendbrot gibt es keine Weinwurst, sondern gibt es normale, leckere Schlachteplatte ohne Wein. Und das ist sie, die Weintorte, die bei allen großen Anklang fand. Das Weinfest hat einen ganz konkreten Hintergrund, denn es stehen alte Bekannte und neue Weine zur Auswahl. Im mittleren Preissegment angesiedelt je 4 Sorten roter und weißer Wein. Darunter sind bekannte Namen aus traditionsreichen Anbaugebieten und auch einmal etwas Neues zum Ausprobieren. Aus den Reaktionen der Gäste wird am Ende entschieden, welche Weine in Zukunft auf dem Einkaufszettel der Volkssolidarität in Barleben stehen und so das Angebot zu den verschiedenen Veranstaltungen bereichern. Im Laufe des Abends wurde auf unterschiedlicher Weise für Unterhaltung gesorgt und so gab es ein gar nicht so einfaches Quiz rund um das Thema Wein. Ein Beispiel. Wie nennt man die Traube, die vorrangig zum Frischverzehr verwendet wird? A. Tafeltraube, B. Weintraube, C. rote Traube oder D. Morgentraube? Die richtige Antwort hier, Tafeltraube. Noch eine Frage. Welche Rebsorte gilt als die Königin der Weißweintrauben? A. Müller-Thurgau, B. Silvaner, C. Riesling und D. Guteller? Die richtige Antwort? Natürlich, der Riesling. Jetzt wird's schon schwieriger. Wie bezeichnet man einen Behälter, der bei der Weinlese auf dem Rücken getragen wird? Bottich, Butte, Bitschei, Bütt. Am Ende standen 2 gleichberechtigte Sieger fest mit je 16 von 22 richtigen Antworten und es gab Preise zum Aussuchen. Das Weinfest, bewährt organisiert durch die Mitarbeiter der Begegnungsstätte, ein voller Erfolg. Nur welche Weine für die Zukunft ausgesucht werden, war am Ende dieser Veranstaltung noch nicht ganz klar.